So und herzlich willkommen zurück zu diesem weiteren kleinen Unboxing hier auf dem Kanal. Heute, ich hatte mir in den vergangenen Tagen Maus, Tastatur, Headset und das T-Shirt zugeschickt gehabt, wie ihr ja auch im letzten Video schon gesehen habt. Und heute unboxen wir mal, wie im Titel steht, das Headset. Und ich würde sagen, los geht's. Es handelt sich hierbei um das Terminaltek Shock Gaming Headset, was auf jeden Fall schon mal vielversprechend aussieht. Soll aber auf jeden Fall Bass haben. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich höre sehr viel basslastige Musik. Ein knickbares Design, was man hier auch schon an der Seite gut sehen kann, dass man die zusammenklappen kann. Ein Inline-Control, also so eine Fernbedienung. Low, hier Noise-Canceling-Mic. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wird wahrscheinlich auch am Ende oder halt wirklich in dem Review nochmal eingefügt werden, wie sich das Ganze anhört. Ja, die Gold gedingsten Stecker, gut und schön, muss nicht unbedingt. Und 40 cm Cable Thickness, was auch immer das ist, sehen wir. Würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Kleber, so. Machen wir das Ganze mal auf. Bricht natürlich direkt der Karton. Ja, moin. So, holen wir mal das Headset raus. Fühlt sich jetzt auf jeden Fall nicht gerade schwer an. Was sehen wir jetzt? Erstmal hier. Anklebend, was ist das? Warranty Policy. Packen wir zur Seite. Thomas Headset hier raus. Hängt hier unten natürlich sehr gut fest. Schauen wir mal, geht das irgendwo? Da geht's noch. So, öffnen wir mal das Ganze. Dabei hilft uns auch das Cuttermesser. So, das Kabel. Sieht auf jeden Fall sehr lang aus. Was mir nicht direkt jetzt schon nicht ganz so gefällt, ist, man sieht, es ist nicht gesleeved. Finde ich schade, weil die anderen Produkte gesleeved sind. Finde ich gehört für Gaming dazu, aber ja, ist ja jetzt nicht schlimm. Messen wir mal nach, wie lang das Kabel ist. Meter. Ja, knappe 3 Meter. Also sollte lang genug sein. Fühlt sich jetzt relativ okay verarbeitet an. Mechanismus. Okay, wir sollten natürlich auch die Folie hier runter machen. Machen wir es mal auf beiden Seiten schnell. So. Oh Gott. Das Mikro hier lässt sich richtig leicht verschieben und ja, Verarbeitung geht besser, würde ich sagen. Zieh ich mal das Ganze auf. Ja. Ist jetzt nicht zu schwer auf dem Kopf, aber jetzt auch nicht gerade das leichteste. Hier mit den Polstern ist relativ gut. Also es ist halt ein Over-Ear, da passt euch halt perfekt rein. Und drückt auch nicht dagegen. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Gefällt mir. Ja, anschließen werde ich das jetzt nicht und hören, weil ich gerade nur Copyright Sound so weit offen habe. Aber ich denke mal, ich werde damit in den nächsten Wochen sehr viel Spaß haben. Dann werdet ihr da auf jeden Fall noch die passende Review zu sehen. In 2,5 Wochen. Muss ich mal schauen. Und wie gesagt, war es das von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.